Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, und zwar eine Folge, in der es zu einer Hochzeit kommen wird. Der liebe Ultra-Freak und Rosi, irgendwie, ich habe den Namen vergessen, es tut mir sehr leid, werden heute heiraten und zu diesem Anlass sind alle Völker eingeladen. Um 18 Uhr geht's los, ich glaube, es ist schon kurz vor, deswegen mache ich mich jetzt ganz, ganz fix auf den Weg zum Luftschiff der Zwerge. Denn da wollen wir uns, glaube ich, alle treffen. Jeder sollte Geschenke mitbringen. Ich habe so ein bisschen eine Auswahl hier getroffen. Ich habe einmal eine Magma-Creme mitgenommen, einfach weil sie hübsch aussieht. Habe ein paar Goldnuggets mit, habe Lapislazuli mit. Ich dachte mir, daraus kann man bestimmt was Schönes machen. Und einen Blumenstrauß habe ich natürlich auch mit. Wo zum Henker ist dieses verdammte Luftschiff? Die Menschen machen mich total kirre. Hier geht's lang. Zu den Elfen, zu den Zwergen. Hier geht's. Ich folge einfach mal den Menschen. Es ist, wie gesagt, ein friedlicher Anlass. Alle Völker sind eingeladen und es ist ein... guten Tag. Es ist ein friedliches Beisammensein, sage ich mal. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich im Reich der Zwerge jetzt bin. Und es ist überhaupt, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir... ja, ein anderes Land besuchen, sage ich mal. Hallo. So, jede Menge Leute. Ich müsste vielleicht auch mal in den Teamspeak rein. Ich weiß nicht genau. Reden wir miteinander? Ist das... Oh, Rosa Vieh, irgendwas. Ach, die beiden sind das. Rosa Findu und Ultra Freak. Die beiden heiraten heute. Und, oh mein Gott, was hier abgeht. Ja. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Gehen wir AP? Hallo? Außenposten? Jetzt? Nein? Blöd. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was hier wo stattfinden wird. Wir sind auch gerade schon alle begrüßt worden. Gamers Time ist natürlich auch anwesend. Zu dem gegebenen Anlass habe ich mir natürlich auch einen grünen Anzug angezogen. Alle Elfen tragen grün. Ich habe ja allerdings noch keinen Sandaran gesehen, muss ich zugeben. Keinen einzigen, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe die Menschen, ich sehe die Elfen, aber ich sehe keinen einzigen Sandaran. Naja, dieser Teppich ist für die Hochzeit genehmigt. Teppich? Ah, Te oh, Teppich. verstehe. Der führt wahrscheinlich dann zur Kapelle. Hallo. Übergebe ich mal in ein Geschenke? Bier her. Geschenke übergibt man natürlich erst später. Als herzlichen Glückwunsch, irgendwas so in der Art, ne? Ich könnte auch einen Blumenstrauß in die Hand nehmen. Naja, es sieht vielleicht, ich weiß nicht, ob es aussieht wie ein Blumenstrauß. Ich finde aber, doch, doch, es maßt an, ein Blumenstrauß zu sein. Kommt, was heißt kommt, wohin kommt? So, bitte alle rechts und links an den Teppich aufreihen. Natürlich, natürlich. Wir gehen mal hier, so, da, so. Jetzt müssen wir natürlich den Hochzeitsmarsch einspielen. Leute, nicht auf dem Teppich, sondern an dem Teppich. Könnt ihr nicht zuhören? Also Rosa Findu, du solltest vielleicht auch, du bist die Braut. Du solltest vielleicht, ey, nicht in mich rein. Du solltest vielleicht nach vorne gehen. Ab zur Kirche den Teppich folgen. So. Dö-dö, dö-dö, dö-dö. Nein, ich bin nicht die Braut. Es leckt hier alles so ein bisschen. Die springen hier so ein wenig durch die Gegend. Aber wir folgen mal dem Teppich. Ganz gemächlich und dezent zur Taverne. Ach, was? Es wird in der Taverne getraut. Das ist ja gut. Zum Heiligtum. Ich renne jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, die anderen folgen alle. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Teppich folgen, hier weiter, so, hier geht's weiter. Ich würde jetzt sagen, ich folge der Masse, aber irgendwie ist die Masse verschwunden. Es sind irgendwie damals mehr gewesen. Also jetzt vor gerade eben sind es mehr gewesen. Oder laggen die einfach nur alle so wahnsinnig? Sind alle schon vorgerannt. Ja, so lein. Ja, gut, ich folge einfach. Also hier geht's weiter. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, das sieht toll aus. Das sieht sehr genial aus, auf jeden Fall.
Oh, Türsteher. Guten Tag, guten Tag. Okay, ich werde mich auf jeden Fall hier mal. Ah, hier ist die Masse. Hallo, Masse. Ich werde mich mal hier zu meinen Elfenkollegen begeben. Ich glaube, es ist vollkommen egal, in wem man sitzt. Hauptsache, man sitzt. Ich würde sagen, ich pflanze mich hier hin. Das geht nicht, weil ich nicht die Hand frei habe. So. Ja, ich sitze. Ich sehe zwar nichts, aber ich sitze. Leute, es gibt genug Platz für alle. Sitzt. So, ich halte mein Blümchen in der Hand. So eine Hochzeit ist schon irgendwie ein Event. Das gibt es hier auch nicht alle Tage. Und vor allem finde ich es wundervoll, dass das was ist, was die Nationen, Fraktionen verbindet. Hier sitzen irgendwie zwei ineinander. Das sieht ungesund aus. Nutella-Brot und Schnorres? Los Schnorres? Nein, kein TS. Huch. Na, wer angelt hier wen? Leute, friedlich. Oh, da sind. Oh, es kommen Zandaren. Man startet die Party hier. Oh, Leute, mal ein bisschen Piano hier, mal ein bisschen. Wir müssen seriös wirken. Hallo. Los Schnorres? Nicht in mich setzen, ich warne dich. Knallerbohne und Damian. Ich nenne ihn mal Damian. Ist übrigens mein Nachbar. Hat neben mir gebaut. Komm, setz dich zu uns. Geht nicht. Will er nicht? Kann er nicht? Mit der freien Hand hier hin. Da, neben. Sehr schön. Oh, Kappen abnehmen. Verzeihung. Sorry, sorry. Aus dem Postenzandarengrotte. Jetzt rennen gleich alle los. Ey, euer Ernst? Leute! Das ist doch nicht dann. Nee, das ist mega respektlos einfach. Wir warten den Außenposten ab. Okay, ja dann. Gut, es wurde beschlossen, solange hier noch nichts geht, machen wir eine Polonaise. Offensichtlich machen alle mit, dann mache ich das jetzt auch. Da, 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 da. Da, 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 da. Sehr genial. Es ist eine Fraktionspolonaise. Ich tanze immer so ein bisschen aus der Reihe, weil ich irgendwie in Steuerung verkehrt herum ist. Ich kann es auch andersrum machen, ne? Mach ich so. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn du gehst sie los. So Unsere genial. Das ist einfach so Polonaise, genial. vor Bleckewiese bis hinter Wuppertal. Am Kamener Ich glaube, Kreuz ich kriege hier irgendwelche rechts Musik ein, die dazu passen würde. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Und Erwin passt der Heini von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Los, Oma, hak ein! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn du gehen sie los. Unsere Polonaise vor Bin Bleckewiese das nicht ganz bis sicher. hinter Wuppertal. Okay, wieder hinsetzen. Ups. Ich hänge hier noch in jemandem drin. Verzeihung. Ich würde auch ganz gerne weiter vorne sitzen, dann sehe ich wenigstens ein bisschen mehr, weil für Aufnahme und so. Das wäre ganz cool. Das ist schön. Hier sehe ich wenigstens was. Wonderful. So, da die den Außenposten abwarten wollen, werde ich jetzt noch mal ganz kurz unterbrechen. Hallo, Schwert bitte weg. Das hier ist eine friedliche Veranstaltung. Okay, wie es aussieht, scheint es gleich weiterzugehen. Ich habe mir einen Platz hier in der ersten Reihe gesichert, um auch ordentlich was zu sehen. Die Geschenke werden gerade noch entgegengenommen. So, da sitzt das werte Brautpaar. Das sind doch nur die Menschen, weißt du? Nur die Menschen. Nee, 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 nee. Willkommen in der Zwergenkirche, liebe Elfen, Menschen, Zandaren und Zwerge. Wir haben uns hier versammelt, um die Hochzeit von Rosa Findu und Ultra Freak zu feiern. Ich bitte euch nun, Rosa Findu und Ultra Freak hervorzutreten. Möchten Sie Rosa Findu Ultra Freak als Zwerg nehmen? Das hört sich ein bisschen falsch an, aber wir sollen es ja romantisch behalten, ne? Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will. Ah, oh, das ist so süß. Ich finde das voll süß gerade, wirklich. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen.
Und möchten Sie, Ultrafreak Rosafindo, als Zwergin nehmen? Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will. Oh. Hiermit erkläre ich Sie zu Zwerg und Zwergin. Oh, Sie küssen sich. Oh, Sie küssen sich. Oh, ist das süß. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Oh, er ist sehr überstürzt. Klatsche auch mal. Wow, wie der Chat aufgeht. Applaus, Applaus, Klatsch. Yay. Der Chat geht einfach mega ab. Yay. Oh, es ist so süß. Jetzt wollen wir gemeinsam feiern und Danke an Pips. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Okay, das Brautpaar natürlich vor, keine Frage. Und der Rest hinterher. Gut, dann gehen wir mal hinterher. Immer noch mein Blümchen in der Hand. Oh, wir wollen mal nicht über die Bänke laufen hier. Man läuft nicht über Tische und Bänke, das ist unhöflich, das gehört sich nicht. Also ich folge einfach mal denen, von denen ich denke, dass sie Bescheid wissen. Ich glaube, dass keiner Bescheid weiß. Aber was soll's. Wie gesagt, ich war noch niemals in der Ich war noch niemals in der Zwergenwelt. Ich kenne mich ja absolut nicht aus. Mal hier bei Pilz versammeln. Okay, irgendwie scheint keiner gecheckt zu haben, dass wir uns erstmal hier am Brunnen treffen. Oh, Feuerwerk. Oh. Wunderschön. Also ich muss schon sagen, die haben sich echt unheimlich... Wow, wie cool. Mega gut. Jetzt wäre es natürlich optimal, wenn es noch dunkel wäre. Aber die haben sich echt richtig viel Mühe dabei gegeben. Das finde ich richtig toll. Ich bin jetzt wahrscheinlich die Einzige, die hier noch zuguckt, ne? Mhm. So in etwa. Aber ich will ja auch alles Wichtige drauf haben, ne? Und ich finde, das ist wichtig. Wunderschön. Es hört sich fast schon wieder an wie Applaus, wa? Okay, ich bin definitiv den falschen Weg reingegangen. Es tut mir leid. Aber, okay, jetzt suche ich mir mal hier meinen Tisch. Ich setze mich mal zu Null. Warte, hier vorne ist noch Anna. Psyduck ist hier. Gucken wir mal, hier oben ist der Tisch für... Ja, okay. Jetzt verstehe natürlich wieder... Ach, das sind Elfentische. Die Plätze sind zugeteilt, deshalb. Verstehe, verstehe. Okay. Das sind dann offensichtlich die Menschentische, die Zwergentische. La, la, la. Warum sagen die alle la, la, la? Hab ich was verpasst? Oh nein, ich glaube, ich habe was verpasst. Okay, aber dann kann ich es mir offensichtlich in der Aufnahme dann nochmal anschauen. Okay, dann mache ich mal mit. La 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 la. Einfach weil, so just for fun. Kevin macht Stimmung? Inwiefern macht Kevin Stimmung? War er der Erste, der auf den Tischen getanzt hat hier, oder was? Eine Party. Ja gut, es ist ein Anlass zum Feiern. Das möchte ich nicht leugnen, durchaus. Aber ich müsste langsam mal... Ihr drückt die Nase. Ich habe jetzt leider absolut keine Ahnung, was bei Gamers Time abgeht. Ich habe den Stream leider auf stumm gestellt. Alle, die Bier wollen, zur Theke. Ach so, ich verstehe. Jetzt wird hier also wirklich noch groß gefeiert. Ich weiß nicht. Gibt es auch was Alkoholfreies? Offensichtlich ist das jetzt hier ein großes, wildes Hin- und Hertreiben. Ich probiere es nochmal. Ich habe nämlich keinen Bock auf Bier. Ich hasse Bier. Ich mag das überhaupt nicht. Ich werde mich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen durch die Gegend begeben. Ist das die Theke? Das ist, glaube ich, nicht die Theke. Ich versuche mal zu finden, wo hier hinten, ne? Hier?
Ach, da, ah, verstehe, verstehe. Okay, okay. Na, ich guck mal, ob ich hier irgendwas kriegen kann. Nichts Alkoholfreies. Och. Na gut, okay, okay, okay. Dann muss ich wohl was nehmen, was ich kriegen kann. Ist hier auch jemand? Hallo? Hallo, hallo? Also ich würde jetzt gerne einfach irgendetwas zu trinken bekommen und mich dann wieder an meinen Platz begeben. Ich bin jetzt nicht so aufs Feiern aus, muss ich zugeben. Also ich bin mir nicht sicher, wie ich ihr die Geschenke jetzt geben kann. Ich nehme mal an, ich soll einfach handeln. Oder wie? Huch. Nein, das wollte ich nicht, verzeihen. Lebensbrei möchte eine Rede halten. Alles klar, dann tu das mal. Für den Weltfrieden. Viele Schwerkraft zum Opfer. Wie geil ist das denn? Lebensbrei hat sich einfach tot geredet. Okay, da kommen jetzt anscheinend zu viele. Kann ich auch bei Ultra Freak meine Geschenke abgeben? Mir ist vielleicht, wo ist die Toilette? Gibt hier nicht die Möglichkeit, an Bier ranzukommen. Dementsprechend hat sich das Ganze erledigt. Wenn wir Durst bekommen, müssen wir nach Hause gehen. Man soll mit Geschenken zu Ultra Freak kommen. Das heißt, ich muss ihn erstmal finden. Wo ist er denn? Ultra Freak! Ich will dir doch nur meine Geschenke geben. Hallo. Ich glaube, ich bin eine der wenigen Elfen, die überhaupt noch ist. Die meisten haben sich schon verabschiedet. Außenposten Menschenburg hat sich geöffnet. Jetzt hauen sowieso alle ab. Juhu, juhu. Weg, 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 weg. Jetzt kommt Kevin wieder mit Go, 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 go. Und alle sind weg. Zwischen steht kein Handelsabkommen. Ja, super. Das heißt, ich kann denen meine Geschenke nicht geben, weil wir kein Handelsabkommen haben. Das ist blöd. Das geht nicht. Komm mit. Okay. Ja, ich komme. Da rein? Ach du Scheiße, was ist das denn? Hier oben rein. Okay. Aber da passt doch gar nichts mehr rein. Geht das? Okay, also jetzt habe ich meine Geschenke feierlich übergeben. Feierlich in dem Sinne. Rosafin, du rastet ein bisschen aus. in Ordnung. Dann werde ich mal versuchen, hier irgendwie wieder rauszufinden. Irgendwie zum Schiff zurückzufinden. Ich glaube, ich hoffe, ich muss einfach dem Teppich folgen. Dann finde ich schon irgendwie wieder zum Schiff zurück. Und ja, es war eine schöne Zeit. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich werde das auf jeden Fall in irgendeiner Form schneiden. Ich gucke mal, wie viel Rohmaterial da zusammengekommen ist und werde dann am Ende nochmal dafür sorgen, ja, dass ihr das Ganze in gekürzter Version quasi zu sehen bekommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall schauen. Ich glaube, die Friedensphase hält natürlich noch relativ lange. Zack. Kurz was essen, sonst habe ich hier gleich ein Problem. Und ich glaube, geht's hier zum Schiff? Nein, doch, hier, da, ja. Irgendwo hier geht's doch, glaube ich. Nexus Village, kann ich hier hoch? Nein, ich kann hier nicht hoch. Wo geht's hier? Ah, ich weiß nicht, wo es lang geht. Hier. Geht's hier lang? Ja, ich habe das Schiff gefunden. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. So, zurück zum Baum. Und das war es. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das erste Mal, dass es eine Hochzeit bei Legend gab. Und ich fand das sehr unterhaltsam. Und es war mal eine nette Abwechslung. Vor allem, weil ich einfach das erste Mal auch eine andere Stadt als nur immer die Elfenstadt gesehen habe. Und alle Völker beisammen waren. Auch wenn es manchmal ein bisschen ausgeartet ist. Aber am Ende war es doch relativ schön, fand ich. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.